Ja, hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Witcher 3, Waldhunt. Nach langer, langer Zeit und ich erinnere mich, hier war irgendwas, aber ich weiß nicht was. Schnellreise, wieso soll ich schnell reisen? Was soll ich hier? Auf jemanden warten? Geh nach V und suche Hammond. Ach so, das ist unser Ziel. Wir sollen nach Faroe. Okay, per Schnellreise. Wo ist denn Faroe? Wo ist denn Faroe? Ist das? Ich guck mal ein bisschen mit Maus. Wo ist denn Faroe? Soll denn Dette sein, bitteschön, ha? Oder was sollen wir hier am Tor? Geh nach Faroe und suche Hammond. Hier ist nur ein Anschlagbrett. Ja, mei. Da waren wir ja letztes Mal schon so am Rätseln. Folgendes, nein, nur Folgendes. Mehr Tieren. Da kommt ja jemand vorbei. Ja, reden. Was suchst du hier, Fremder? Weiß ich auch nicht. Keine Monster. Nur reden macht dir wohl nichts. Nein, nicht aus Zucker. Aber geh nach Faroe. Wo ist denn Faroe, verdammte Axt? Haben wir bestimmt noch nicht freigeschaltet. Okay, Honigwabe. Einsame Hütte. Oxford West Tor. Fairhouse. Hier? Ja, ich würde sagen, die. Was kann man noch gar nicht machen? Wo soll denn das sein? West. Während der Hexer durch die Scherben streifte, Lovigrads schlimmstes und berüchtigtes Armenviertel, nahm er den Auftrag ein, ein Monster zur Strecke zu bringen, das im Schutz der Dunkelheit grauenhafte Morde beging. Zum damaligen Zeitpunkt konnte er nicht ahnen, dass die Geschichte, die in der Große ihren Anfang nahm, in einem luxuriösen Anwesen enden würde. Bei den Docks von Lovigrad traf Geralt seinen alten Waffenbruder Lambert. Er staunte, als ihm klar wurde, dass Lambert gar nicht wegen diesem Ekimas in der Stadt war, denn sie beide jagten. Doch ehe sie sich zusammensetzen und ausgiebig reden konnten, mussten die beiden Hexen mit ihrem betrügerischen Auftrag hoch abrechnen. Wie oft werden die Leute noch versuchen, Hexe um den ehrlichen Lohn für die ehrliche Arbeit zu prellen? Nachdem dies erledigt war, konnte Geralt und Lambert endlich reden. Es zeigte sich, dass Lambert die Leute jagte, die seinen Freund Aiden auf dem Gewissen hatten, ein Hexer der Katzenschule. Er hatte erfahren, dass Aiden von einer Bande gedungener Halunken unter der Führung eines gewissen Yad Karadin ermordet worden war. Geralt beschloss, Lambert zu helfen, und die beiden machten sich auf den Weg der Rache.
soll denn das sein? Vielleicht auf einer anderen Karte? Warte mal. Gänsemose, die sind. Also, ich wäre froh, wenn mir mal jemand. Mal sagen könnte, was los ist. Denn hin muss, Ferro. Bist du Ferro? Es war zu lange her, dass ich gespielt habe. Ist das vielleicht ein anderer? Wir sollen irgendwohin eine Schnellreise machen. Das glaube ich jetzt. Aber wohin? Sollen... Ah, Skellige? Wollt ihr denn nach Skellige? Oh Gott, da waren wir überhaupt noch nicht. Aber die Quest führt uns jetzt dahin. Auf der Fährte, geh nach Faro und such Hammond. Ja. Ja, später mal. Jetzt wissen wir Bescheid. Später. Freiwilliger, schau dich in der Umgebung um. Als Georg durch die Sonnenaber vom Krieg gezogen Lande nach Ochsen verzog, ein äußerst seltsames Geräusch, etwas, das nach schiefem Gesang und dem Brüllen eines angeklemmten Schweins klang. Geralt wäre ein schöner Hexer, wenn er dieser Sache nicht auf den Grund gehen würde. Gut, wir haben eine neue Quest. Ja, ich will erstmal soweit hier alles fertig machen. Bevor ich da einen neuen Ort besuche. Das kann also noch ein bisschen dauern. Genau. Ist das weit weg? Sorry, dass ich immer... Aber ich muss... Xfotzi, ja, ist weit weg. Dann, Plätze. Plätzchen, Plätze. Ich muss verrückt sein, in diesem Regen rumzulaufen. Ja, und, ich hab, was denn? Hey. Ich hab doch nichts gemacht. Ich hab mein Pferd aus Versehen. Ja. Mein Schwert ist auch kaputt. Okay. Ich habe mitbekommen, dass es bald einen neuen... bald. Ist übertrieben, aber in den nächsten Jahren vielleicht mal. Ein neuer Witcher-Teil geben soll. Der aber wohl nichts... mit Geralt zu tun hat, weil die Trilogie ist ja fertig. Und jetzt wird natürlich spekuliert, inwiefern das Spiel wohl aussehen mag. Viele sind der Meinung, vielleicht die Story von Ciri. Andere sind der Meinung, nein, weil sie halt schon ein sehr starker Charakter war. Pferd, ich wollte eigentlich in die Richtung. Ja. Und Ihre und Heimatland. Los, ja. Lauf! Und andere sagen wiederum, es wird was ganz Neues sein. Da kümmert euch mal um die Wölfe oder was da kommt. Und was ja vielleicht schön wäre. Ich bin hier meines Weges. Ich wollte absteigen.
Huch. Ich muss mal auf die Karte gucken. Wäre ja nett, also hier irgendwo, oder wie, oder was? Noch weit entfernt. Wieso steige ich dann ab? Fährt. Ach, die Wegfindung ist wieder für ein Popo. Könntest du dein Schwert wegstecken? Was? Nein. Was denn das noch? Ja, klar. Keine Ahnung. Warum schlage ich mein Pferd? Ich Idiot. Plötzlich tut mir leid. Auf jeden Fall, was ich persönlich cool fänden würde, Pferdreite mal, wenn man vielleicht seine eigene Geschichte schreibt, sich einen eigenen Charakter bastelt, insofern, wie, ist ja halt eigentlich schon häufiger, warum muss ich hier durch, wieso diese komische Wegfindung, ich hatte wenn man sich seinen eigenen Charakter erstellen könnte. Langsamer. Was war das? Kinder, lauf! Moment mal. Wo ist mein Schwert? Weiß ich, was ich da. Okay. Nicht Rüstung. Ach, hier muss ich gucken. Sorry. Sieht schlecht aus. Doch mal hier, ich wollte mal gucken. Silberschwert. Der geht. Okay. Wir machen uns da ein paar Blufen rein. Verbrennen. Angriffskraft. Rüstung durchbohren. Das war eigentlich da nicht, aber wir haben das. So. Wegen dem Stahlschwert müssen wir. Die Highlights für die, oder? Ich kann leider nicht reparieren. 144, 176. Das ist wieder. Okay. Auf jeden Fall noch 69% drauf.
So, ich habe da nämlich was gesehen. Ich will mal gucken, was das ist. Da. Ach, mit Alchemie muss ich mich auch nochmal auseinandersetzen, von wegen. Und H. Das ist ja irgendwie so ein Viech. So ein Geist, ne? Farben. Hybriden. Tiere. Okay. Gedanken beeinflussen. Ja, komm, ich bin hier. Komm. Wo ist die Axt? Wieso habe ich... Nein! Ach! Wieso habe ich diese... Erledigt? Nein, noch nicht. Okay. So, Feuerschein hätte ich dann gerne wieder. Ach. Warum schlage ich mein Pferd? Tut mir ja leid. So, wir werden mal kurz meditieren, dann heilen wir uns auch wieder. Plätze, weiter geht's. Hey! Langsam. Okay, Plätze, hier kannst du drüber. Ja, auf jeden Fall, also für mich wäre es wirklich interessant, wenn man sich seinen Charakter selber bauen kann, also egal ob Männlein oder Weiblein. Und dann natürlich wieder so eine tolle Geschichte wie hier. Das ist ein bisschen schön gewürfelt zum Gaia. Kann ich nichts mehr. Jetzt haben wir aber viele Monster hier unterwegs. Ja? Wo ist denn bitteschön
Habe ich das jetzt? Na komm. Oh, du bist aber... so schwer. Oh, was ist los? Nein. Komm schon, komm näher. Ja, ja, okay, sie ist auch Stufe, hau mich weg. Gut, dann, ja, jetzt ist bestimmt. Dann lottern wir das. Okay, also, wo waren wir stehen geblieben? Ja, Witcher, neue Witcher. Also, wenn man sich da weiblichen und männlichen Charakter stellen könnte, nach seinen Vorstellungen, und dann eine neue Geschichte erlebt. In einem Paralleluniversum von Witcher Geralt. Vielleicht spielt das zu derselben Zeit wie von Geralt. Und dass man ihm vielleicht auch begegnet. Oder aber wir sind das Kind von Geralt. Nein, tschüss, mach's gut. Ist mir noch zu helfen. Natürlich auch noch etwas. Ja, man könnte viel umher spinnen. Du Menschling, hier redanisches Armeelager, kein Durchgang, kein Boot klauen. Redanisches Lager? Wo versteckst du das denn? Das ich, siehst du nicht? Ich komme zur Armee von König Raluwit. Befehl, Boote bewachen. Die Boote sind ziemlich hinüber. Ich Boote bewachen, sagen Redania. Aber kein Holz für Zaun. Nur Boote, ja. Drum Zaun aus Booten ich mach. Boote bewachen, Boote. Ja. Warum bist du zur Armee gegangen? Hat dich jemand rekrutiert? Krut? Kein Krut. Gute Soldaten kommen. Häuptling sagt, Boote bewachen. Sonst kommen Bauern und nehmen Bauernboote. Komisch. Verstehe nicht. Ich schon, glaube ich. Die Redanier haben Boote von Bauern beschlagnahmt und damit gerechnet, dass die Bauern sie zurückholen. Was ist dann passiert? Häuptling geht. Soldaten trinken und singen. Viel singen. Troll, hör zu. Bumm, kommen Bauern mit spitzen Stöcken. Troll will helfen, rennt los. Ruft zu Bauern und Soldaten, zieht sie auseinander mit Vorsicht. Aber alle fallen um, auch Soldaten. Aber trotzdem Boote bewachen. Und ich bewache, ich Soldat. Und ich singe. Für dich auch? Nein, danke. Ich hab dich vorhin schon gehört. Aber wo sind denn die Leichen? Ich sehe gar keine. Troll hungrig. Wozu wegwerfen? Bauern sehr gut. Soldatenfreunde nicht so gut. Trotzdem große Suppe immer gut.
Aber ist er freundlich? Ich verstehe schon. So ist das im Krieg. Du auch, Soldat? Nein. Troll macht Soldat. Trollhäuptling sagt, bring Farbe. Du bringst Farbe. Farbe? Was meinst du? Farbe, Farbe. Bunte Farbe, rote Farbe, weiße Farbe in der Stadt. Geh, ich bewache Boote. Okay. Gut, ich treib etwas Farbe für dich auf. Du gut. Redania Armee vergisst nicht. Krieg so lieb und nicht verkehrt. Puh, wenn ja. Alle tot vom Berg. Trolle macht kein Suppenkraus. Nicht. Verschwenden, toller Schmaus. vergessen, wie weiter. Okay, aber Wachboote, die er alle auseinandergenommen hat, um, ja, Zaun zu. Naja. Oh, Blitze. Stehst gut da. Gut. Dann, ihr Lieben, würde ich aber sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentare, Tipps und Tricks immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dahin. Adios.